So, dann darf ich Sie zum Abschluss unserer englischen Woche nochmal herzlich bei uns begrüßen, genauso wie die beiden Trainer. Und der Gast darf als erstes zusammenfassen. Wir freuen uns auf Ihr Resümee zum Spiel. Ja, guten Tag in die Runde. Erstmal Glückwunsch an Greuther Fürth zum Sieg. Wir hatten uns natürlich sehr, sehr viel vorgenommen vor diesem Spiel, wussten, dass die Fürther mit der englischen Woche eine sehr, sehr hohe Intensität gefahren haben und haben natürlich dann irgendwo das Denken gehabt, hinzukommen und die Fürther zu beschäftigen, damit wir dann auch selber zu Torchancen kommen. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit sofort in der zweiten Minute eine sehr, sehr gute Möglichkeit Marcel Heller hatte, wo der Lupfer leider übers Tor geht und darüber hinaus noch eine sehr, sehr gute Chance mit dem Emanuel Höhne, der nochmal nach dem Eckball eigentlich ja, vom halben Meter vom Pfosten den Ball leider vorbeiköpft. Und ich glaube, wenn wir da in Führung gehen, dann sieht die Geschichte, glaube ich, anders aus. Auf der anderen Seite haben wir den Gegner, der sehr, sehr variabel vom taktischen her spielt, der in der ersten Halbzeit auch mit Raute im Mittelfeld versucht hat, eine Überzahl zu kreieren, fand ich gut verteidigt haben, haben wenig zugelassen an Torchancen und wollten auch in der zweiten Halbzeit dann weiter auch ein hohes Tempo gehen, damit wir den Gegner beschäftigen. Bekommen dann aus dem Nichts eigentlich einen Elfmeter gegen uns, der auf den Videobildern natürlich der Ball an die Hand geht, aber der Junge kriegt den Ball so an die Hand gespielt, dass die Hand weggeschlagen wird, und das sah für den Schiedsrichter natürlich dann so aus, und es war sehr, sehr unglücklich. Für mich ist es sehr, sehr schwer, mittlerweile auch für die Verteidiger, ihre Hände irgendwo hinten zu verschränken oder in die Hosentasche reinzustecken. Also es ist mittlerweile schon sehr, sehr schwer geworden, für die Jungs zu verteidigen. Und nach dem Elfmeter gegen uns war das für uns nochmal so ein Signal für die letzten oder für die nächsten Minuten, da weiter Gas zu geben. Haben dann sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt, direkt danach, ob das der Serdar Dursun war, der Kopfball, oder auch die Chance, die der Burchert super hält nach dem Schuss von Tobi Kempe, wo wir da hätten vielleicht sogar den Ausgleich machen können. Und nach dem 2-0 war es natürlich sehr, sehr schwer, dann nochmal zurückzukommen, haben dann nochmal das Tor gemacht und war leider zu späten Zeitpunkt im Spiel. Wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht, weil ich denke, dass die Niederlage unnötig war. Dennoch haben wir letzte Woche auch schon signalisiert, dass wir nach einem Sieg nicht alles in Grund und Boden geht spielen und bleiben auf dem Boden. Und auch jetzt nach der Niederlage werden wir die analysieren und werden uns jetzt gut vorbereiten auf die nächste Woche. Von daher geht es da weiter und wir schauen nach vorne. Dankeschön. Vielen Dank. Stefan, wie fällt dein Fazit aus? Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ich glaube, es ist jetzt alles gesagt. Mir geht es auch heute gar nicht so ums Taktische, weil ich glaube, für uns war heute nicht die Taktik entscheidend, sondern einfach ganz großen Respekt an meine Mannschaft, die hier heute alle Körner rausgeholt hat und mit einer unheimlichen Leidenschaft gegen starke Darmstädter, gegen sehr disziplinierte Darmstädter einfach gut dagegen gehalten hat und alles nochmal rausgeholt hat, was in ihnen war. Und einfach, das war heute ein Sieg, des Willens, der Einstellung und des Teamgeistes, und von daher nach dieser Woche mit all den Situationen, die wir in dieser Woche erleben mussten, mit verletzten Spielern, raus, rein, Wechsel. Ihr habt das heute alle wieder gesehen, wieder zwei angeschlagene Spieler mussten raus, und einfach großes Kompliment. Die Mannschaft ist absolut intakt. Jeder, der kommt und spielt, bringt seine Leistung. Und ja, wir müssen so spielen und wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um Spiele zu gewinnen. Und das haben meine Jungs heute getan. Deswegen nochmal großes Kompliment an dieser Stelle. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen in der großen Runde? Dann würde ich um ein Handzeichen bitten. Scheinbar nicht. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen. Wünschen jetzt allen noch einen schönen Restsonntag. Unseren Gästen natürlich eine angenehme Heimreise. Und Ihnen allen bis bald und spätestens nächste Woche dann wieder. Tschüss.